Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park. Beim letzten Mal haben wir die Inselanlage ein wenig weiter ausgebaut. Wir haben noch ein zweites Hotel errichtet, ein zweites Kraftwerk, weil das ursprünglich erste nicht mehr mit der Kapazität mithalten konnte. Das führte zu vorübergehendem Stromausfall an einigen der Zäunen. Das Gute ist, davon haben die Besucher selber nichts mitgekriegt. Und das sollte auch in Zukunft so bleiben, falls mal ein solches Problem wieder eintreten sollte. Was wir natürlich nicht wollen. Ist ja auch ganz klar. Und wir haben ja einen Auftrag von Dr. Alan Grant abschließen können. Und sogar noch die Erwartungshaltung, die erfordert wurde, von 85% erreicht. Und dementsprechend, Mission 5 wurde erfolgreich abgeschlossen. Es gab noch einen kleinen Meinungsaustausch unserer Charaktere, unserer Stars, kann man sagen. Und von Finch, der eigentlich ja hier für das, für den Geldfluss oder beziehungsweise für die Vermarktung mit eintreten sollte, den hat man jetzt schon wirklich seit langer Zeit nicht mehr gesehen oder gehört. Und auch Hammond ist mehr oder weniger in, ja, ein paar Schritte von, wie soll ich sagen, von dem großen Ganzen ein wenig zurückgetreten, warum auch immer. Ich hoffe, das wird kein böses Erwachen geben, aber schauen wir mal. Vor uns liegt noch ein langer Weg, würde ich mal sagen. Mr. Hammond meint, wir bräuchten mehr Attraktionen für den Park. Ja. Lebendige Dinosaurier reichen nicht aus? Natürlich erregen sie Aufmerksamkeit, Dr. Grant. Aber sobald die Leute glauben können, was sie sehen, haben sie auch alles gesehen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Die Leute wollen immer mehr. Die Dinosaurier sollten reichen. Vielleicht geben wir ihnen einen neuen. Und genau da kommen wir auch schon zum Kern des eigentlichen Problems. Und genau das ist, beziehungsweise ich sag's erstmal so, ist ja schön, dass Finch sich jetzt auch wieder mit einklingt nach längerer Zeit, und ich hab's ja gerade noch angesprochen. Genau diesem Problem, genau das ist Dreh- und Angelpunkt und vor allem auch der Wendepunkt in Jurassic World. Für die Leute, die sich die Filme vielleicht noch nicht angesehen haben sollten. Ein kurzer Disclaimer, jetzt kein wirklicher Spoiler, weil über den Ausgang dessen möchte ich jetzt nicht herziehen, beziehungsweise es im Detail erklären wollen. Aber genau dieser Thematik liegt diese filmische Umsetzung zugrunde. Es reicht den Menschen nicht aus, wenn sie etwas Neues sehen und dann gesehen haben, dann ist es schon wieder nicht so, als dass man sagen kann, boah, geil, da gehe ich nochmal hin. Es braucht einen neuen Nervenkitzel, was Neues. Diese Gier muss befriedigt werden. Und zu sagen, wir brauchen jetzt einen neuen Dinosaurier, das kann entweder heißen, die Ausgrabungsteams müssen dafür Sorge tragen, dass sie andere Fossilien ranschaffen. Und man sieht es ja hier beispielsweise jetzt auch bei den neuen Attraktionen, auf die wir gleich zukommen. Oder, das war halt auch das Aushängeschild von Jurassic World, einen gänzlich neuen Dinosaurier erschaffen. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von das, was Wu damals geschafft hat für Jurassic Park, überhaupt die DNAs zu extrahieren und zu klonen, sondern aus unterschiedlichsten Genen einen komplett einen Dinosaurier zu erschaffen, den es in Wirklichkeit niemals gegeben hat. Und in Teil 3 des Films Jurassic Park hatte Grant durchaus mal gesagt gehabt, und auch zu Recht, so werden keine Dinosaurier erschaffen, so spielt man Gott. Aber das nur mal so als Fun Fact am Rande oder als kleine Info.
Deswegen, also ich hoffe mal, der Weg, der wird nicht so gefährlich werden, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, aber es ist im Hinterkopf abgespeichert. Ich hoffe, ihr wisst, worum es geht. Mission Nummer 6 steht nun an. Neue Attraktion, Forschungsziel, Forschungszentrum, der Kompi. Der Compsognathus. Bestandteil aus. Ich weiß jetzt gar nicht, kam er überhaupt in Teil 1 vor? Also in Teil 2 auf jeden Fall. Puh, das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gerade selber nicht mehr aus dem Kopf. Da muss ich nochmal meine Gehirnwindungen ein wenig weiter anstrengen. Aber das sind quasi mit die kleinsten Dinosaurier, die man ja sehen würde. Zumindest hier im Park höchstwahrscheinlich. Und der leichte Kabelzaun. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das der standardgemäße ist, den wir schon haben, aber na okay. Es läuft gut. Gute Arbeit. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen und den Park um eine Attraktion erweitern. Den Compsognathus oder Compi. Beginnen Sie damit, die Spezies Compsognathus und den leichten Kabelzaun im Wissenschaftsmodul zu erforschen. 600.000, wenn wir das machen. Ausfallschutz 3, Nachtsicht für die Geräte in den Fahrzeugen. Auch ein Evergreen kann man ja schon fast sagen. Die reduzierte Unterhaltungskosten und verbesserte Leistung. Was ist mit den Kompis? Sie sind relativ harmlos, oder? Wirklich? Hier ist überhaupt nichts harmlos. Wenn John das bloß auch mal so sehen könnte. Ja. Oh ja. Wenn. Das wäre schön. Aber das ist leider nicht der Fall. Wunderbar, da haben wir den Corito, der kann auch freigelassen werden, damit Settler auch einen Grund hat, diesen zu studieren. Und einen Triceratops werden wir auch noch mitzüchten oder ausschlüpfen lassen. Genau, jetzt haben wir nämlich schon den dritten Platz. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass die Futterquellen Unterwegs zur Futterstation. aufgefüllt werden. Kommt auf die Liste. Ja, das muss jetzt erstmal nicht sein. Das kann der andere dann auch noch tun. Er ist höchstwahrscheinlich gerade nämlich wieder zur Basis zurückgefahren. Bestätige Aufgabe. Füge Aufgabe hinzu. Gut, die sind erstmal unterwegs. Man sieht, die Sternewertung ist zurückgegangen. Von fast gänzlich 3 vollen Sternen stehen wir jetzt wieder bei etwas, ja, mehr als 2. Ach, okay, das reicht sogar schon. Okay, wir sollen im Forschungszentrum mal was nachsehen. Wo soll denn da der Unterschied sein? Ich habe immer an den Jurassic Park geglaubt. Und tue es auch immer noch. Aber es geht nicht mehr nur um Hammonds Vision. Er gehört uns allen. Mit diesem neuen Auftrag können wir sein wahres Potenzial realisieren. Wir nehmen den Auftrag gerne an, indem wir ein Foto schießen, das mit einem mindestens Verkaufswert von 20.000 aufwarten kann. Schau mal an.
sind sie also versteckt. Gut, dann bringen wir mal den Kombi mit ins Spiel. Ja, wunderbar. Dann lassen wir den Corridor jetzt erstmal frei. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Der Auftrag ist somit auch abgeschlossen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Dann könnten wir theoretisch Wo ist eigentlich unser Fahrzeug hin? Ach, der steckt da noch drin. Wir brüten also tatsächlich noch mehr Fleischfresser aus, Dr. Sadler? Erst brauche ich das Genom. Zumindest genügend, um die Lücken der Kombi-DNA zu schließen. Hammond tat wirklich gut daran, Sie für diese Sache zu rekrutieren. Was meinen Sie damit? Bei allem Respekt, Dr. Sadler, Sie sind eine Fanatikerin. So wie er. Nichts für ungut. Ich wusste nicht, dass es eine Schwäche ist, an etwas zu glauben. Wenn meine Überzeugung für Gesundheit und Sicherheit des Lebens auf dieser Insel sorgen kann, egal ob für Dinos, Menschen oder kleine Pflanzen, dann soll es so sein. Haben Sie jemals von Gipfelfieber gehört, Dr. Sadler? Im Alpinismus sterben auf diese Weise Bergsteiger. Das Verlangen oder der Zwang, wenn Sie so wollen, den Gipfel zu erreichen, wird wichtiger als alle anderen Dinge. Sogar wichtiger als das Überleben. Das ist John Hammond. Und ich ebenfalls? Meinten Sie das? Ich biete nur eine Perspektive an. Wenn man nach etwas strebt, will man es auch erreichen. Vor allem, wenn es etwas ist, wovon man sein Leben lang geträumt hat. Das Ziel macht mir keine Sorgen, Dr. Sadler. Nur der Preis. Ja, es ist trotzdem irgendwo auch nachvollziehbar, definitiv. Man möchte sich nicht selber überschätzen, weil das geht ganz schnell. Vor allem bei einem solchen Projekt hier, da hat Malcolm recht. Sehr schönes Foto. Obwohl, es geht noch besser. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das muss gefeiert werden. Gut gemacht. Wechsel Rolle. Gut, der kann prinzipiell wieder zurück zur Basis. Der andere stackt ja da leider immer noch fest, ne? Ja, tolle Wegfindung, mein Freund. Tolle Wegfindung, Junge. Schauen. Ja. Ist auch alles andere als vorteilhaft. Aber wir müssen ja auch mal dafür sorgen, dass die Dinos hier hinten. Jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen. Ne, das Tor war da hinten. Ich bin ganz ehrlich, lieber kommen die Fleischfresser erstmal in die Reihe, weil die haben Potenzial, unter Umständen größere Gefahren auszulösen. Ach komm schon, komme ich da mit dem Jeep nicht durch oder was? Fackeln sollten wir schon mal laden. Für den Fall. Okay, das hat gereicht.
jetzt mal zu den Pflanzenfressern einmal rüber. Moment. Ach, das hatte ich. Ach, ja, Mist. War das die Geschichte? Ja, das war die Geschichte. Okay. Ah, na immerhin. Da hat er die Wegfindung gefunden. Wunderbar, dann kann der andere bei den Dilophos nachfüllen. Nachschub ist unterwegs. Alles klar. Das passt soweit. Frag mich trotzdem. Müsste man das jetzt abreißen, nur um das dann wieder aufziehen zu können? Zumindest möchte ich mir das gerade mal ansehen, wie das aussehen würde. Da hat man ein paar Streben mehr dran, ne? Das ist schon richtig. Okay. Zeit für ein Upgrade, eine Mission von Finch. Wählen Sie ein Forschungstempo-Upgrade auf ein Besucherzentrum an. Gut, wir haben ja nur eins. Meine Ex-Freundin hat sich im letzten Monat ein Upgrade geholt. Okay, klingt wie bei Ratchet und Clank. Zumindest hat sie behauptet, er sei ein Upgrade, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber Park-Upgrades sind immer eine Verbesserung. Rufänderungen von John Hammond, okay. Mr. Hammond möchte, dass Sie ein neues Gebäude errichten. Dann schauen wir doch erstmal. Soll ich das denn überhaupt machen? Da muss man das forschen? Forschungstempo, ja, hier wahrscheinlich. Ah ja. Dafür gebührt Ihnen das gesamte Lob. Das werden Sie natürlich nicht bekommen, weil ich Mr. Hammond davon überzeugen werde, dass ich ebenfalls dafür verantwortlich war. Aber Sie verdienen es zumindest. Was ein Arsch. Aber naja, habe ich das gerade richtig gesehen? Na, schade, hier hat man noch keine Möglichkeiten. Okay, gut. Aber es hat sich ja mittlerweile jetzt ein bisschen eingependelt, das Ganze. Gut, hier sind wir schon mal durch, das ist schön. Da aber den beiden fehlt auch nicht mehr viel. In Ordnung. Aha. In Europa, in Frankreich und in Deutschland, da ist was aufgetaucht. Ja, dann schauen wir doch mal. Ja, komm, Sognathus, genau. Dann geht's ab nach Europa. Lasst uns einfach mal in der Zeit, wo hier gerade die
Ausgrabungsteam sowieso unterwegs sind, mal die großen Jungs, die Ceratosaurier, betäuben, somit wir den Zaun ab- und wieder aufbauen können. Entschuldigung, Leute. Ja schon mittlerweile, was sie aushalten können. Der eine ist gerade am Fressen. Das ist sogar sehr sinnvoll und hilfreich. Oha. Und den sogar noch getroffen. Geil. Okay, ihr könnt wieder zurückfahren. Dann kann ich ja jetzt hier erstmal den Zaun abbauen. Und ersetzen. Schließlich wichtige Vorkehrungsmaßnahmen, die hier getroffen werden müssen. Yep. Er ist zwar kleiner als der Kabelzaun an sich, aber dafür ist es wahrscheinlich grundsätzlich wichtiger. Na, das geht besser. Hätte ich fast noch den anderen Zaun vergessen. Jetzt brauchen wir dafür wieder die Stromverbindung. Erstmal können wir jetzt dafür auch noch sorgen, dass die wieder aufwachen, weil die ja wurden ja auch nur zur Überbrückung quasi in den Schlaf versetzt. Hole Produkt ab. Produkt wird eingesammelt. Hier mit dem Zaun passt auch soweit, ne? Sie müssen es sehen. Bauen oder erweitern Sie Tourwege, um die Dinosaurier-Sichtbarkeit auf mindestens 90% zu erhöhen. So krass viel fehlt da jetzt nicht, ne?
sinngemäß. Aber ja. Produkt wurde eingesammelt. Da werden wir noch für sorgen. Aha. Dann können wir die Ausgrabungsteams auch gleich wieder auf den Weg schicken. Wenn ich da jetzt das Umspannwerk hinstellen würde, in die Nähe zumindest des Zauns, bringt dann das auch was? Oder müsste ich den gesamten Zaun ersetzen? Eine interessante Frage, ich weiß. Wir können es ja einfach mal stumpf ausprobieren. Eigentlich vorstellen kann ich es mir nicht. Dann müsste ich wahrscheinlich den gesamten Zaun da hinten auch ersetzen. Alles klar, okay, ich muss den Zaun da hinten also auch ersetzen. Ist kein Problem. Machen wir das einfach mal. Dann wird hier wenigstens auch eine Zeit, weil ich nicht mehr rumgemeckert. Ausgerechnet das auch noch, Mann. Hm? Nein. Das war gerade noch. Ach, weil es verbaut ist, alles klar. Kriegen wir jetzt auch noch hin. Na also. Und schon läuft's wieder. Wunderbar. Mr. Ankilo ist krank. Das wollen wir natürlich erstmal ändern. Schicken wir das zweite Team auch noch aus. Lege weitere Aufgabe fest. Okay. Noch einmal schnell hier zu den Fossilien funden. Expeditionsteam, dann denke ich mal, ist man hier wirklich auf einem guten Wege. Alles klar. Das mit der Dinosaurier-Sichtbarkeit, das muss man mal schauen.
wie man das dann noch in den Griff kriegt. Auch die Sternewertung stagniert aktuell über 3,4%. Aber ich bin der Meinung, das wird man hinkriegen. In Ordnung, meine Lieben. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Jurassic World Evolution. Return to Jurassic Park.